Losung für den 10. April 2021. Zum einen eine Bitte aus Psalm 71, Vers 9. Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Und im 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerlicher Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Also um das Altern geht's, um das Schwachwerden und die Bitte, da nicht alleine zu sein, sondern auch da behütet und begleitet zu sein. Und Paulus, der schon das reflektiert hat, mit dem Alter und mit dem Müdewerden, wo er sagt, das ist eigentlich nur die äußere Hülle, aber innerlich können wir uns von Tag zu Tag erneuern und immer wieder neu werden. Nun ja, es gibt auch Phasen, wo die innere Seite, der innere Anteil müde ist und schlapp und sich nicht raustraut. Schwermut hat man früher gesagt, Depression sagt man heute. Und das sind alles keine leichten Zeiten für einen Menschen zum Aushalten und Durchstehen. Was mir gefällt, immer wieder dieses sich offen machen hin auf Gott und darauf zu vertrauen, dass wir Hilfe und Kraft bekommen und dass sich Gott etwas überlegt, wie er uns ganz persönlich helfen kann. Alles Gute für diesen Samstag. Adieu.